So, nach der politischen Stunde im Stream werden wir uns jetzt auf das Thema RimWorld konzentrieren. Und Religion. Das einzig Wahre. Oh, ich kann meinen Stuhl nicht vernünftig einstellen und mir tut der Hintern weh. Perfekt. Nachdem wir gestern wenigstens schon mal den Anführer unserer Maulwurfmenschen auf, also hochgezogen haben und der keinerlei Fähigkeiten hat, andere zu bekehren, müssen wir einfach mal schauen, wie das vorangeht. Also, ich weiß gar nicht, wo ist Ligua? Trägt Pilze zur Lagerzone. Wo auch immer die herkommen. Was? Ach, Ligua hat versucht, mich zu bekehren? Ich bekehre dich jetzt. Renn nicht weg von mir. Aber das werde ich darüber nicht schaffen. Ich muss den irgendwann mal schaffen, hier über den Altar zu bekehren. Ach, der Ofen macht Licht. Deshalb sterben die Pilze darum ab. Auch witzig. Oder kommt das vielleicht, wenn die durch die Tür gehen? Glattes Leder. Ist halt nicht sehr warm, aber Hauptsache, ich kann noch Parker herstellen, weil es wird schon immer kälter. Kann man sich RimWorld kaufen? Auf Steam. Auf Steam oder beim Entwickler auf der Homepage, glaube ich sogar immer noch. Okay, ich brauche zwei vegetarische Materialien wahrscheinlich, um leckere Mahlzeit herzustellen. Dann machen wir aus Fleisch und Pilzen. Ich hoffe mal, es macht keinen wütend. Oh, ich glaube, RimWorld gibt's auf Epic inzwischen. Ja, ich habe gesehen, dass das Ideologie-DLC auch bei Epic ist. Das Problem ist einfach nur, dass Epic... Ich weiß nicht, wie es bei RimWorld mit den Mods aussieht.
So, zieh ich mal ein bisschen an. Also ich bin jetzt gar nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich habe vorhin bei der Suche nach dem Logo von dem Ideologie-DLC gesehen, habe, dass RimWorld auch bei Epic ist. Du machst das Stinke, Marv. Wird halt ein hässlicher Parker, aber es macht ja nichts. Und das hier verdient, ihn anzuziehen. .6.2020 RimWorld ist jetzt verfügbar auch im Epic Store. Aber ich finde, bei RimWorld soll jeder für sich selbst entscheiden, was er denn wo er es dann haben will, also herholen will. Weil ich weiß nicht, wie die Modbarkeit ist, also die Mods werden trotzdem funktionieren, die werden ja auch so angeboten. Findest du das? Das ist okay. Die werden jetzt eh alle erfrieren. Nein! Verdammt! Müsste ich theoretisch bei einem Gewächshaus für die Pilze, das irgendwie separat anlegen. Dass die vom Licht nicht geschädigt werden. Aufgrund von gefährlichen Temperaturen haut das schon wieder ab. Hallo Desperate. Geht die Mod mit den Wandlampen eigentlich wieder? Nein, ich habe überhaupt keine Mods aktiv in dem Run. Ich muss euch jetzt aufklären. Den ersten Run, den wir ja gemacht haben, sind ja fast alle gestorben. Und dann habe ich jetzt einen Run nochmal gemacht, ohne jegliche Mods. Weil, ist so. Einfach mal nochmal so ein Vanilla RimWorld Run, ohne irgendwelche großartigen Mod-Überraschungen. Wobei Mods nicht oft, also sind meistens eigentlich nicht daran schuld, dass irgendwas schief geht am Ende.
Oh, danke, Desperate. Für 25 Stufe 1 Subs. Vielen Dank. Womit haben wir es verdient? Vielen, vielen, vielen Dank. Seit neuestens, ich würde ja sagen, seit neuestens tanze ich, wenn Subs kommen, aber es wäre eine Lüge. Das war nur an einem Tag. Aber vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Subs sind billiger geworden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Gab ja eine preisliche Anpassung hier. Juhu, Schafswolle. Das ist gut, dann können wir uns ein paar weitere Parker herstellen. Desperate will sich nur in die Kolonie einkaufen. Nein, Desperate ist einfach ein netter Mensch. Och, Desperate, sag mir nicht, wie viel du dafür bezahlt hast. Aber ja, es sind, die Subs kosten jetzt 93. Anstatt, oder 3,95 oder 3,99 anstatt vorher 4,99. Danke, HZ1, Alter, für das Verschenken von Subs. Ihr seid zu goldig seit gestern. Ja, aber Desperate, ich weiß nicht, wie du da im Thema bist, aber es ist ja die Situation jetzt, dass die Leute sagen, oh mein Gott, jetzt, also du kriegst ja auch weniger. Der Content Creator ist ja trotzdem, es wird halt der Preis reduziert, aber der Share bleibt gleich. Also es bleibt halt 50-50 oder 60-40 oder 30-70 bei der höchsten Sub-Stufe. Bekommen wir einen Hype-Train drin? Ich bin bewundert, dass es noch gar nicht funktioniert hat. Aber normal sollte der Hype-Train schon lange starten können. Oh mein Gott, Desperate. Kommst du eigentlich nur, um mich zu quälen? doch, Spenden erscheinen eigentlich auch. Ich glaube, kriegen wir den Herzinfarkt. Das Problem ist einfach, dass der Notificator nach und nach abarbeitet. Danke, Wolfgar. Für die Spende vor 3 Minuten. Allein schon Desperate. Komm mal klar, Junge. Du hast 411 Abos insgesamt, seitdem du hier bist, verschenkt. Das ist doch kein Zustand. Das übrigens mit dieser Formationsaufstellung finde ich richtig cool. Okay, das hat sich schon erledigt.
Das hat nichts damit zu tun, ob wir nächsten Monat 500 schaffen. Es hat damit zu tun, verdammte Hacke, warum verschenkst du so viele Abos hier? Also nicht, dass ich dir nicht dankbar bin, aber es geht halt um die Relation. Wie, warum nicht? Ja, wenn das dir nicht wehtut und das einfach cool ist für dich. Ja, warum nicht? Ich hoffe, du hast zwischendurch mal in die Kochstreams reingeguckt. Du bist der einzige Streamer, der sich beschwert bei solchen Sachen. Ich bin halt ein bisschen kaputt. Ich bin... Jetzt kommt der Hype-Train. Was ist denn los? Wegen dir muss Amazon keine Ausgleichszahlung an mich machen von oder Twitch. Ich habe nämlich gesehen, auf was die meinen Durchschnitt berechnet haben die letzten Monate. Ach, der Hype-Train war sofort fertig mit 700... Moment, das muss ich screenshotten. 757% auf höchster Stufe. Och, desperate. ...1590%. Dankeschön, Desperate. Ich glaube, du bist auch jemand, der du kannst durch den Supermarkt rennen und sagen, geht aus der Bahn, Geringverdiener. Mir gehen die Zuschauer aus, das weißt du, ne? Ich weiß gar nicht, wo deine Abos hingehen. Wahrscheinlich werden schon Leuten Abos geschenkt, die gar nicht wissen, wer ich bin. Weil Twitch nicht mehr weiß, wohin damit. Man muss ja immer so eine Bombe knallen lassen. Das ist halt einfach super unangenehm für mich. Ich finde immer so, ja, mal 5 Abos schenken und so, ne? Voll nett und so. Aber du hast jetzt die 500 voll, jetzt kommt nichts mehr, oder? Aber vielen Dank. Kussi, Bussi, Wussi. Ich hoffe, irgendwann kann man wieder... auch andere Menschen treffen zu Gamescom oder so und dann gehen wir mal was essen. Alter. Stachel ich dich irgendwie an damit? Stachel ich damit? Ich kann doch einfach sagen, ja, cool. Dankeschön, dass du mir so viele Subs schenkst. Jo, cool. Ich hoffe, ich habe gleich nicht Instagram voll mit Penisbildern. Ich spiele auf schwer. Hatte ich Desperate seinen Namen nicht mal auf der Stirn? Kussi Bussi Desperate. Kussi Bussi. Ne, der letzte Schwierigkeitsgrad ist das nicht. Da ist ein vorm letzten Schwierigkeitsgrad.
Du wolltest doch gleich ins Bett gehen, Desperate. Mama, Haya. Du hast 500 Abos voll, hör auf, Abos zu verschenken. Sonst denke ich irgendwann, du bist mein Vater. Aber es kann nicht sein, weil ihr schon mal beide gleichzeitig hier wart. Der mir so Rente zuschustern will. Ich sag jetzt nichts mehr. Umso mehr ich darüber rede, umso mehr fühlt er sich, glaube ich, angestachelt. Ja, höchster Prozentsatz, den Hype Train jemals hatte, wahrscheinlich. Oh, ich habe einen schönen Hund bekommen dafür. Für Level 5. Ist zwar nicht meine Lieblingsrasse, aber ist okay. Ja, du bist wirklich. Du bist wirklich toll, Desperate. Aber ich sollte wirklich fragen, ob du nicht lieber. Möchtest du Investor sein für eine tolle Idee, die ich habe? Du scheinst das Kapital zu haben, dass ich mich bei dir vorsprechen, also bei dir vorsprechen sollte. Desperate, bist du Zahnarzt? Nein, es gibt einen übrigens, also wir haben eine Zahnärztin hier. Ja, stimmt. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass du mit der IT arbeitest, aber immer voll im Stress bist. Investiere das in ASMR-Equipment. Nee, reich ist man... Also ich bin jetzt nicht reich, aber Deathrate hat mal einfach das Sub-Level für den Monat an einem Abend erledigt. Also nicht ganz, aber ja, ein Drittel der Subs, die ich normal so kriege. Schenkt er einfach. Ohne Kack, du kannst... Jetzt zum Burka-Thema. Nein. Ich kann nicht in Burka Rimworld spielen, auch wenn mein Charakter hier Burka trägt. Ohne Scheiß, was würde das... Das ist ja, glaube ich, schon fast so, als wenn ich mich schwarz anmalen würde, weil mein Hauptcharakter schwarz ist, als Weißer. Meine Güte, was wäre das für ein... Da würde... Das soziale Medien würden explodieren. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Richtig, jetzt haben alle ein Geschenksub und müssen ihr Twitch Prime Sub nicht benutzen. Ah, sehr schön. 5 Tage, dann kann ich die Bekehrung wieder versuchen. Und diesmal wird das funktionieren, weil Ligua... warum ist der Raumeindruck so schlecht? Ach so, weil er dreckig ist wahrscheinlich. Dann halt so. Er ist 1 Stunde weg und seine Subs leuchten immer noch auf. Ja, man wird diesen Namen nicht vergessen können, weil er einfach nur 10.000 Subs hier oben drin hat. Und es läuft jetzt einfach den ganzen Abend durch. Danke, Wolfgar, für dein Stufe 1 Abo, was du verschenkt hast. Tut mir leid, ich muss darauf jetzt erstmal klarkommen, eine halbe Stunde.
Deshalb bin ich jetzt stiller. Ich hasse auch ungerade Zahlen. Mach die mal aus Wolle, die beiden Parker, das ist nämlich besser. ...167 Subs und ich muss trotzdem selber subben. Das tut mir sehr leid. Verdammt, die greift von der Seite an, wo die Feinden genutzt wurden. Alle tot, alle tot. Hast du schon mal mit anderen YouTubern aufgenommen? Ja. Ich habe mit Grenz mal aufgenommen, ich habe mal mit Dalukat aufgenommen, ich habe mit allen möglichen Leuten, ich habe mit Günner zusammen aufgenommen. Aber ich fand, irgendwann so Koop-Let's Plays, wenn du nicht mit den Leuten, sag ich mal, dich wirklich gut verstehst, halt nur Banane. So, aber Deathbred hat immer noch die falsche Religion. BRB, mal Bierchen im Garten trinken. Prost. Hallo, Tree Cool. Ja, Deathbred ist schon eine coole Socke. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich in seiner Situation wäre, dass ich auch einen gut bezahlten Job bin und einfach das Kapital habe, würde ich wahrscheinlich auch bei meinem Lieblingsstreamer mal reinkommen und dann sagen, ach komm, jetzt lässt du einfach einen Korken knallen. Und bringst dir mal so ein bisschen aus dem Konzept, warum nicht. Du warst heute nach einem Jahr mal wieder im Kino in Suicide Squad. Und was hast du durch den Film gelernt? Ah ne, ich baue direkt Doppelbetten.
hat ja mal irgendwann jemand Bock, Sex zu haben. Mit dem Imperator oder jemand anderem. Damit ich euch noch lange erhalten bleibe, müsste ein Arzt vorbeikommen und eine Ferndiagnose machen. Ich glaube, jetzt baue ich schon wieder zu gut auf. Hört gar nicht mehr auf. Schon wieder Ferndiagnose? Ach, immer. Obwohl ich die Nachbesprechung für meine Tests ja erst Freitag habe. Einen Tag nach meiner Impfung. Wie ist der Sex in der Maulwurf-Religion geregelt? Die Maulwurf-Religion sagt, dass du nur einen Mann haben darfst oder eine Frau. Oh mein Gott, jetzt lasse ich Desperate verrecken mit seinen Verwundungen. Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Sub und Prime Sub. Also das Geld, was man bekommt als Streamer, ist dasselbe. Der Unterschied ist einfach, wenn du Sub Stufe 2 oder 3 abschließt, dann werden die Shares verändert. Hab auch schon viele Theorien gelesen, auch dass, sag ich mal, diese Kostenveränderungen jetzt gemacht werden, damit das Prime Sub erhalten bleibt. Ist auch relativ wichtig, also bei mir macht Prime Sub zwischen 1/4 und 1/3 aller Subs aus. Und allein, also eigentlich ist die Sache, weshalb du bei Twitch streamst anstatt bei YouTube, wirklich die Prime-Subs. Weil das ist eine Sache, das machen Leute dann, sag ich mal, weil die eh Amazon Prime haben. Und es kostet sie ja so gesehen nicht zusätzlich zu ihrer Gebühr bei Amazon Prime, ihr Amazon Prime-Sub hier zu lassen. Und das macht halt den Unterschied aus, weshalb du lieber hier streamst als auf YouTube. Weil ich würde sagen, von der technischen Schiene her ist YouTube nämlich besser als Twitch. Schon immer. Also was du theoretisch, womit du da, sag ich mal, die Leitung befeuern kannst, was für eine Qualität du anbieten kannst, vom Aussehen her. Ob jetzt die App besser ist oder schlechter, sei dahingestellt, obwohl die Twitch-App finde ich nicht sehr gut. Bei YouTube weiß ich aber nicht, wie die App bei Livestreaming ist. Aber es war schon ein guter Zug von Amazon damals zu sagen, als das mit YouTube-Streaming so mehr Fahrt aufgenommen hat und dann auch Mixer kam. Nicht der Küchenmixer, sondern die Microsoft-Nummer. Dass sich hingestellt haben, okay, jetzt gibt es halt diesen Prime-Sub und dann können halt Leute sammeln, die halt einfach Amazon Prime haben. Und davon gibt es halt eine Menge. Obwohl ich bei meinen Streamern gesehen habe, dass wirklich die Hälfte der Subs auf Prime beruhen. Wo ich einfach nur denke, mein Gott, was für eine schlimme Fluktuation. Weil die müssen ja wirklich aktiv jeden Monat. Also sind auch Streamer, die haben dann einen Monat dann 3000 Prime-Subs, dann den nächsten Monat 7000 Prime-Subs, dann wieder 1000 nur. So ganz starke Fluktuationen da drin. In den Dune-Film gehe ich auch rein mit meinem Vater. Falls er gerade zufällig hier irgendwo rumlungert. Papa, wir gehen in den Dune-Film. Eine Donation geht nicht zu 100% zu mir, sondern es sind circa, dementsprechend worüber man geht, zwischen 90 bis 95%. Also Patreon, auch wenn es zurzeit bei mir nicht gepflegt ist, ist eigentlich immer noch die beste Möglichkeit, um Kapital von A nach B zu schieben. Wann kommt der Dune-Film? Ich glaube, HZ1 Alter hat es gesagt, mit 3. September.
Der sollte eigentlich letzten Winter schon kommen, wurde dann aber wegen Corona, wurde der verschoben. Und weil Kinos halt eh zu sind, aber man kann sich den Trailer angucken und ich fand den Trailer finde ich halt eigentlich richtig gut. Mir hat das gut gefallen. Ach, Desperate. Das hat er gemacht mit den Subs. Erstmal einen Haufen Subs machen und dann durch die Kolonie fressen. Was ist das? Danke, Vex Rebel. Vielen Dank für die Spende. Wie ihr seht, die Spenden gehen durch. Und sie haben sogar wieder einen Sound, damit ich das mitbekomme. Das Problem ist einfach, es wird, glaube ich, erst ab einer 3 Euro irgendwas Spende wird das eingeblendet. Deshalb ist vorhin mich von Wolfgar die Spende nicht angezeigt worden, weil der hat 3 Euro gespendet. Das ist, weil wir den falschen mal hatten. Ich sage jetzt auch nicht genau den Wert, ab wann eine Spende eingeblendet wird, weil wir hatten schon mal so funny 1-Euro-Spender-Leute oder 50-Cent-Spender, die dann, sag ich mal, zig Nachrichten darüber geschickt haben. Und das ist halt ein bisschen Eigenschutz. Es ist nichts gegen dich, Wolfgar. Ich habe das ja dann so erwähnt, dass die Spende kam. Dune war schon immer schwer zu verfilmen, hoffe, dass es diesmal sehr gut und nicht so durchschnittlich wird. Also ich fand die Verfilmung damals gar nicht so schlecht. Auch wenn relativ viel Material in einen Film gepackt wurde. Die vollständigste Verfilmung ist ja leider die von ProSieben. Die ist nicht so episch von den Bildern her, aber die ist halt vom Buch her die umfangreichste. Weil das wurde ja auch auf 3 Filme, sag ich mal, dann verarbeitet. Danke, Dreamer, für deine Stufe 1 Abos, die du schenkst. Die Herr-der-Ringe-Serie startet nächstes Jahr im September. In über einem Jahr können wir dann endlich mal sehen, worum es überhaupt geht. In Herr der Ringe. Den einzigen Titel, die sie besetzt hat, ist ja teuerste Serie, die jemals produziert wurde. Danke, Henning, für deinen Tier 2 Sub, wovon es übrigens wirklich 12 Verrückte gibt, die Tier 2 Sub bei mir sind. Und immer noch einen Verrückten, der Tier 3 Subber ist. Ich weiß gar nicht, ob sich da die Preise geändert haben. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. So, die Sektenanführer kriegen jetzt erstmal ein neues Zimmer. Hier, der Anima-Baum ist gestorben. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist.
Ne, wir sind wieder ungerade übrigens. Henning hat wieder alles kaputt gemacht. Jetzt wird Desperate nicht mal mehr putzen. Dr. Proof, bekommst du Leute mit dem Meditationsfokus natürlich? Ich bekomme beim Rerollen nur welche mit künstlerisch. Also ich habe keinen davon. Ich kann nur sagen, ich habe keinen davon. Ich habe beim Rerollen nicht versucht, den Meditationsfokus natürlich zu bekommen. Aus dem Hobbit wurden 3 Filme gemacht. Das ist ein Buch und ignoriert einfach alles. Du meinst, das Buch wird ignoriert. Man wollte halt noch ein bisschen was machen aus dem Franchise. Aber die Hobbit-Filme sind halt was für Zwergenliebhaber. Aber sonst verstehe ich da halt auch nicht. Ist halt okay. Aber an die wahre Trilogie kommt das halt null dran, finde ich. Dude.